Sie haben die Aktivisten und die Vereine, die man verbieten kann und die jetzt auch verboten werden. Man kann fragen, warum ist Samidou nicht längst verboten gewesen? Aber jetzt wird es wenigstens jetzt gemacht. Hätte man längst machen müssen. Aber das Schlimme sind ja nicht die Hauptaktivisten, die man packen kann und die man verbieten kann, sondern diese Breite von Menschen, die auf die Straße gehen und das mitmacht. Und ich muss sagen, ich habe mich auch lange um Integration bemüht. Es stimmt, eine große Mehrheit denkt nicht so. Aber die islamischen Verbände haben mich in diesen Tagen tief enttäuscht. Tief enttäuscht. Sie waren immer unsere Gesprächspartner. Die türkische Gemeinde hat Klartext geredet gegen die Hamas, eine säkulare Organisation. Aber was Herr Masjek und der Zentralrat der Muslime und andere haben überhaupt nichts gesagt, wenn die das nicht sagen ihren Gemeinden, dann ist die Chance, alle zu erreichen, wirklich sehr klein.